Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung. Ja, es sind wieder einige Karten im Mod-Hub erschienen, unter anderem auch diese Karte hier. Maragogipe. Genau, und wie man an der Sprache hört, wir befinden uns im Süden von Brasilien und schauen uns hier mal die Fakten im Mod-Hub dazu an. Die Karte ist für PC und Konsolen erschienen. Wir haben eine Version 1.0, also eine neue Karte. Und ja, diese Karte liegt hier in Paraná, ich hoffe, man spricht so aus, in der südlichen Region Brasiliens mit Feldern und echtem Relief. Also ich nehme mal an, nach realem Vorbild. Ja, was haben wir hier? Wir verfügen über 17 Felder unterschiedlicher Größe, zwei Verkaufsstellen für Getreide, eine Milchzuckerrohrfabrik und einen Markt, auf denen die Produkte der Fabrik auf dem die Produktion der Fabrik eine neue Ernte schwarzer Bohnen verkauft wird. Ah, okay. Gut, ihr braucht auf jeden Fall hier noch ein paar zusätzliche Mods. Die werden automatisch geladen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier mal an und schauen mal, was uns hier erwartet. So, wir starten hier auf jeden Fall mal an einer Tankstelle. Und das hier sieht mir nach Werkstatt aus. Jawohl. Auf jeden Fall mal ein anderer Startpunkt, als was man sonst so üblich kennt. So, also. Fahrzeugmäßig haben wir auf jeden Fall mal was. Das hier ist der Händler. Nee, ist nicht der Händler. Mercado, das heißt Supermarkt. Übersetzt. Auch nicht schlecht. Warum steht das Auto hier am Supermarkt? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir machen uns mal kurz einen Überblick, bevor ich hier irgendeinen Mist erzähle. Das wollen wir ja auch nicht. So, also. Da hinten sehe ich ein Silo. Das könnte eine Farm sein. Das hier ist der Shop. Okay, auf der Rückseite von dem hier. Alles klar. Gut. Ja, also, was können wir hier sehen? Verschiedene Felder, bisschen Wald, jawohl. Auch, ja, relativ großes Feld. Holla die Waldfee. Ja, und alles hier in diesem typischen sandigen Boden von den Straßen her. Diese rote Erde. Typisch für so Karten aus der Region. Ja, ich würde sagen, wir springen mal zum Hof. So, da haben wir das Farmhaus. Unterstellhalle. Zwei Stück. So, hier ist ein kleiner See, hätte ich jetzt gesagt, oder ein kleiner Teich. Gut, also der hier. Dann schauen wir doch mal, was wir denn überhaupt an Fahrzeugen haben. Also, wir haben Traktoren, Mähdrescher, Auto, Anhänger, Schneidwerk, Scheibenegge und Sämaschine. Okay. Okay, so, gemietet haben wir nichts. Gucken wir mal kurz in das Menü. Wir haben auf jeden Fall hier ein paar Zusatzelemente verbaut. Einmal A durch die Mods und einmal hier durch die Karte. Schaut euch das gerne mal hier im Detail an. So, wie sieht's hier aus mit Deko? Okay, da wird auf Standard zurückgegriffen.
Und jetzt kommt wieder das Interessante. Wir sind hier bei den Bodentexturen. Ja, und man sieht halt alles so ein bisschen hier in diesem Sandton gehalten. Grün, Wiese gibt es natürlich auch, Stein auch, Schotter so ein bisschen. Okay, auf jeden Fall ein paar verschiedene Bodentexturen vorhanden. Und hier bei den Bäumen. Ja, also da haben wir hier auch mal, wie man sieht, einiges auch noch ein bisschen was Zusatzmäßiges verbaut. Und hier bei den Pflanzen, auch da ist einiges on top. Sehr cool. Das gefällt mir. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier. Jawohl, wir können hier sogar die Gebäude abreißen. Sehr schön. Könnt ihr euch also auch ein wenig umgestalten, das Ganze. Ja, dann gucken wir mal auf die Karte. So sieht das Ganze hier aus. Da unten haben wir unser Farmhaus. Und das Feld 9 gehört uns dann als neuer Farmer. Das Ganze hat einen Wert hier von 717.000. Und die restlichen, och, die sind auch nicht von schlechten Eltern. Also, bist du narrisch. 2,5 Millionen. 4,337 Millionen. Da müsste aber ordentlich erstmal Geld verdienen. So. Wir haben hier schwarze Bohne als Zusatzfrucht drinne. So, da haben wir es auch nochmal als Zusatzgüter drin. Ställe haben wir keine. Feldmission funktioniert. Produktionsketten haben wir auch nichts. Gut, dann kaufen wir mal alle Farmlands. Und gucken mal, was wir jetzt alles soweit haben. Also fangen wir mal hier oben an. So, da oben haben wir auf jeden Fall mal hier Verkaufsstelle. Okay. Verkaufsstelle mitten auf dem Feld. Ich würde mal behaupten, dass da der Spawnpunkt nicht passt. Weil die sind ja eigentlich da hingesprungen. Und landen tun wir hier. Okay. So, da könnt ihr abkippen. Und der Bereich hier, der steht schon außerhalb von der Karte. Also auch ein bisschen so gemacht, dass das Ganze hier aussieht, als wäre das etwas größer. So, dann gehen wir einmal dort hinten hin. Zuckerfabrik. So, also, was haben wir hier? Größeres, jojo, Fabrikgebäude. So, was mir sofort auffällt, wir haben hier teilweise so ein bisschen dreckig, Boden, Deko. Also hier wurde versucht, so ein bisschen das aufzulockern. Auch hier. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir doch wirklich gut. Auch hier so die Übergänge. Ah, sehr cool. So, da haben wir Kuhgehege. Aha. So, ziemlich großer Bereich. Hühnerweide. Viehhandel. Viehmarkt. Aha, da laufen die hier frei auf dem Gelände rum. Auch nicht schlecht. Ja, genau. So, aha. Schweine, Pferde, alles da. So, den Supermarkt, den haben wir eben schon unfreiwillig kennengelernt. Also der ist, glaube ich, auch ganz klar. Baumwoll- und Wollhändler, Verkaufsstelle. Okay.
Gut, den Händler haben wir eben schon gesehen. Dann gucken wir mal. Ah ja, Limett. Das könnte Kalk sein. Kalkproduktion. Kalkstation, jawohl. Und eine Verkaufsstelle. Ah, okay, das war das Silo, was ich vorhin gesehen habe. Okay, dann ist das kein Getreidesilo, sondern das hier die Kalkproduktion. So, auch hier wieder mit Deko-Autos und so weiter gearbeitet. Unterschiedliche Bodentexturen. Hier so ein bisschen daneben gefallener Kalk. Ja, ich muss sagen, also so von der Gestaltung her auf jeden Fall schön. Versucht das alles so ein bisschen umzusetzen. Hier noch eine Tankstelle. Ah ja, da waren wir eben gespawnt. Selbst hier so ein bisschen unterschiedlich. Hier so ein bisschen. Ah, der Übergang ist so ein bisschen uneben. Ja, ich kenne das. Das so ein bisschen anzupassen an die Fahrbahn ist halt immer ein bisschen schwierig. So, Molkerei haben wir auch noch. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Da oben war das Farmhaus. Nee, also so sehe ich jetzt erstmal auf Anhieb nichts. Ist auf jeden Fall mal eine etwas andere Karte. Bin ich gespannt, was ihr da so an Feedback habt für mich. Habt ihr die Karte schon mal ausprobiert? Ist euch irgendwas aufgefallen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ja, ich gucke jetzt noch mal kurz hier in die Log rein, ob da irgendwas zu finden ist. Ich würde mal sagen, das sieht soweit gut aus. Ja, also ich hätte jetzt keinen Fehler gesehen, fehlerfrei zum aktuellen Zustand. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, Kommentar, wie gesagt, falls ihr schon was ausprobiert habt und für den YouTube-Algorithmus. Und natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. In diesem Sinne, ich bin raus und sage wie immer, ciao, ciao.